Nachts gibt's fast Minusgrade. Eieieiei. A8L mit einem W12-Motor. Das steht einfach im Brabus. Ich glaube, man hat mich bis nach Kasachstan gehört. So laut ist das Scheißding, wenn du die Klappen aufmachst. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben es gerade 3:45, sowas? Ja. Es ist viel zu kalt, aber ich habe ja gesagt, es kommen Montag, Mittwoch und Freitag Videos auf diesem Kanal. Natürlich davon ausgegangen, dass das Wetter gut wird. Und ich kann auch gleich sagen, am Freitag wird kein Video kommen. Da mache ich diese Regel, dass ich 3 Tage in der Woche ein Video hochladen will. Ich lade 2 hoch und schaffe das dritte nicht. Danke, danke Deutschland für das Baba-Wetter. Ich habe keinen Plan, was ich mache. Wir schauen uns ein bisschen die Schwäne an. Dann fahren wir in die Stadt. Und dann war es das auch für heute. Vor allem, jetzt mache ich das, damit ich wenigstens ein zweites Video in der Woche hochgeladen bekomme. Ab morgen durchgehend Regen. Durchgehend. Wir haben 1 Tag Sonne. Und dann wieder 3 Tage Regen und dann wieder 1 Tag Sonne. Ja, Bruder, danke, Mann. Echt super. Also bester Sommer meines Lebens wird es wahrscheinlich, Mann. Boah, ey, es ist so fucking kalt, Mann, das ist nicht mehr normal. Vor 2 Tagen noch gefühlt mit T-Shirt rausgegangen und jetzt wieder. Nachts gibt es fast Minusgrade. Minusgrade! Heute in der Früh hatte es 3 Grad! Im Mai! Im Mai war ich kurz davor, eine Winterjacke anzuziehen. Nein, die Schwäne sind nicht da, fuck. Ja, egal. Aber wo sind die denn dann? Bro, was machst du? Ja, wie wär's, wenn du da vorne dem rechten Blinker gibst? Er gibt die Rückwärtsgang, bleibt stehen und nach 5 Minuten gibt sie dann auch Blinker. Bruder, er so, ich muss erst mal einen halben Kilometer zurückfahren, um einzuparken. Eieieiei. Also vorne links würde ich wieder aufpumpen, Kollege. Weil es sah nicht gut aus beim Reifen. Ja, also der Mustang steht auch da wie ein Weltmeister. Und warum fährt das Taxi nicht vor? Einfach kein Bock, gell? Einfach kein Bock. Jo, Stachus wird immer voller. Stadt ist auch langsam voll. Und wieder stehen wir in dieser Kreuzung. Und ich weiß nicht mal, welche Straße das hier ist, Digga, wo ich bin. No joke. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Straße wo immer Stau ist. Und was soll das jetzt? Das war jetzt unexpected, dass der mich grüßt, Digga. Deswegen muss ich die ganze Scheiße anheben. Ein Testfahrzeug. Frage ist nur, was da jetzt getestet wird. Wahrscheinlich Software, oder? Der hat oben eine Cam drauf. Warum? Voll im Beste. Ich frag, warum der oben eine Cam drauf hat, aber fahr mit Cam auf dem Helm durch die Gegend. Alles klar, Digga. Aber diese Prototypen-Autos, die dürfen ja auch gefühlt alles, oder? Also rein theoretisch, der dürfte jetzt einen Auspuff haben, dass man den bis nach Tschetschenien hört, oder? Ist das so? Weil ich weiß, so von Karosserie und sowas dürfen sie schon ziemlich, ziemlich viel machen. Und auch vom Sound, was der Auspuff alles kann, sind da eigentlich nicht besonders viele Grenzen. Hat der einen Helm? Bruder, der hat einen Helm vorne liegen. Was ein Ehrenmann. Junge, W12, Mann. A8L mit einem W12-Motor. Bruder, ist das nicht irgendwie ein ultra ruhiger Motor, aber dafür geht er echt schnell kaputt? Also habe ich gehört, ich selber hatte noch nie das Privileg, einen W12-Motor fahren zu dürfen. Oder kenne jemanden, der mit einem W12-Motor rumgefahren ist. Aber so wie ich es gehört habe, soll der wohl überruhig laufen, dafür halt echt schnell kaputt gehen. Aber liegt doch immer daran, wer den fährt, ne? Weil 12 Zylinder sind halt immer noch 12 Zylinder, Digga. Und wenn du mir sagst, du fährst einen 12 Zylinder mit 500 noch was PS, Bruder, ist mir scheißegal, ob das ein Ferrari oder ein A8 ist, der wird gedrückt. Da steht einfach ein Brabus. Ist es der? Nee. Es gibt ein G900, das weiß ich auch, Mann, aber das ist er nicht. So, jetzt kommen wir zu irgendeinem Obelisken. Keine Ahnung, was für ein Denkmal das sein soll oder was das hier zu bedeuten hat, aber der ist da. Und ich weiß auch, dass hier an manchen Tagen so ein Burger Truck ist. Und die Burger dort sind ja unnormal heftig, Digga. Dem fehlen 2 Schrauben. Ist das normal? Du verstehst, dass er nicht 5 braucht, um die festzuhalten, aber trotzdem sollten da nicht 5 sein. Boah, ich erinnere mich noch einmal, da waren wir hier hinten irgendwo, wo dieses Burgerhaushalt ist. Mittagessen holen bei der Arbeit, ein paar Burger mit einem F-Type, dem V6 F-Type, welcher ein bisschen sehr laut ist, sagen wir es so.
Und da war so eine Schulklasse, komplett gelangweilt. Wahrscheinlich Geschichtsunterricht, wurde denen irgendwas beigebracht. Du siehst, wie gar keiner von den Jungs Bock hat. Und die Mädels auch schon, ein paar am Handy, ein paar hören noch so zu oder tun so, als ob sie zuhören würden. Dann kommen wir mit dem F-Type und du siehst, wie ganze Klasse uns anschaut. Und wir haben den Kindern einfach mal den Tag versüßt und einmal Vollgas im Stand gegeben. Ich glaube, man hat mich bis nach Kasachstan gehört. So laut ist das Scheißding, wenn du die Klappen aufmachst. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, YouTube. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, auch wenn die nächsten Tage nicht schön werden, ne? Zumindest für uns Münchner. An alle, die schönes Wetter haben, genießt das Wetter. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns. Yalla.